Hallo liebe Zoofreunde, herzlich willkommen zum Zootier der Woche. Heute sind wir im Vogel- und Reptilien im Haus und bei einem meiner Lieblingstiere, unserem australischen Zwergwaran. Insgesamt gibt es über 80 Arten von Waranen auf der Welt. Die leben alle in den tropischen und subtropischen Afrika, Asien und Australien, wobei die meisten eher im asiatischen Bereich zu finden sind. Wir hier haben eine recht kleine Art, das heißt der Name australischer Zwergwaran schon. Warane kommt in 16 Größen, der kleinste ist der Kurzschwanzwaran, der wird nur 20 cm groß und wiegt nur 17 Gramm. Und der größte, die größte Echse der Welt, der Komodowaran, mit bis zu 3 Metern Länge und 70 Kilo. Unsere Zwergwarane, die sind so ein bisschen dazwischen. Die sind ausgewachsen ungefähr 30 cm lang, wobei mehr als die Hälfte davon der Schwanz ist. Warane sind in erster Linie Räuber oder Raubtiere, die eben jagen. Bei uns treffen sie hauptsächlich eine Mischung aus Schaben, Grillen, Heuschrecken, mal ein Mehlwurm. In der Natur nehmen sie auch mal ein Ei oder auch Vogel oder andere Kleingäuter. Je nach Größe der Komodowaran hat natürlich auch ganz große Tiere, wie zum Beispiel Hirsche. Warum sitzen sie hier in diesem kleinen Terrarium? Das sieht einfach anders. Die wachsen noch, die sind letztes Jahr erst geschlüpft. Und sie würden in den ganz großen Becken noch nicht so gut klarkommen. Und damit wir diese Aufzucht ein bisschen besser unter Kontrolle haben, müssen wir jetzt eben noch zur Aufzucht in dem etwas kleineren Terrarium hier, damit wir einfach eine bessere Übersicht haben, ob die beide gut treffen. Vermutlich haben wir hier ein Pärchen. Und zwar ist es so, dass die Männchen ein bisschen kräftiger und schneller wachsen und somit dann eben auch schneller größer sind als die Weibchen. Das kann man bei unseren beiden hier ganz gut erkennen und auch machen. Unser Weibchen, wenn es dann irgendwann geschlechtsreif ist, kann bis zu 6 Eier legen. Die würden wir rausrufen und unter kontrollierten Bedingungen im Brutapparat auspulten. Und bei ungefähr 29 Grad dauert es bis zu 120 Tage, bis dann dort die Jungtiere schlüpfen. Und die Zwergwarane sind tagaktiv und leben eben in wüstenähnlichen oder halbwüstenähnlichen trockenen Gebieten mit viel felsigen Böden. Das kann man auch gut erkennen, wenn ihr euch den Schwanz von den Waranen anguckt, dann sind da kleine Stacheln drauf. Und die drücken sich bei Gefahr, huschen die in eine Felsspalte und verkeilen sich richtig mit dem Schwanz in der Felsspalte, sodass Räuber sie nicht rausziehen können. Das wurde denen auch gerade dieses Jahr ganz aktuell zum Verhängnis. Wir haben alle von den ganz vielen Buschfeuern in Australien gehört. Diese stammen aus Nordaustralien. Da waren die Brände nicht ganz so verheerend wie im Südosten. Allerdings hat es auch dort sehr viel gebrannt. Und bei Gefahr rennen die, wie gesagt, in diese Felsspalten und keilen sie an und warten einfach ab. Das heißt, laut WWF sind ja über 1,25 Milliarden Tiere da verbrannt in diesen Feuern. Und gerade bei so kleinen, da ist ja nichts übrig, da ist die Dunkelziffer riesengroß. Dadurch sind die jetzt auch hoch bedroht. In Zoos noch sehr, sehr selten zu sehen. Dadurch weiß man auch recht wenig über diese Art. Und bleibt einfach zu hoffen, dass wir hier in naher Zukunft schöne Zuchterfolge feiern können. Neben den Feuern haben sie natürlich auch natürliche Feinde in ihrem Verbreitungsgebiet. Das sind in erster Linie Schlangen, andere große Warane oder eben Greifvögel oder auch einige Säugetiere. Hier guckt gerade einer tiefmütig raus. Gerade im Vergleich mit den Schlangen, wenn man hier eine Weile steht und sich die Warane genau anguckt, dann fällt aus, dass die Zunge genau wie die Schlange und genau wie die Schlangen haben sie eine gespaltene Zunge. Wir sind dafür da, damit nehmen sie Geruchsstoffe aus der Luft auf und reiben die am Gaumen, am sogenannten Jacobsonschen Organ ab. Und das befähigt sie einfach als einen der wichtigsten Sinne, die sie haben, um Beute zu finden auf lange Distanzen auch und sich zu orientieren. So ein kleiner Waran hat 37, bis die großen Warane bis 71 Zähne. Bei den kleinen Waranen sind die eher einfach nur spitz, damit sie schnell flinke Beute festhalten können. Und dann schlucken sie die einfach meist kopfvoran runter. Bei den größeren Waranarten sind da auch gesägte Zähne mit dabei, weil die eben Fleisch richtig rausreißen müssen. Aber das bleibt den Kleinen erspart, weil sie eben in erster Linie kleine Insekten fressen. Weiterhin zu erwähnen ist, dass Warane unheimlich intelligente Tiere sind. Die gehören zu den intelligentesten Reptilien überhaupt, können kleine Aufgaben lösen, haben einen Wahnsinns-Farbsehen, die können Personen unterscheiden und auch tatsächlich richtig mit interagieren. Man sieht auch noch, gerade weil ich hier rauskomme, wir haben alle Warane, für Warane typisch ist so ein langer Hals und dann der schmale Kopf. Dieser lange Hals, der ermöglicht schnelle und flexible Bewegungen beim Beutefangen. Das sieht man auch wunderbar, wenn die den Insekten nachstellen, wie flexibel die mit ihrem Hals sind. Und dann, wenn sie die Beute gepackt haben, wird geschüttelt. Kann man auch wunderbar hier erkennen. Und dann
ist die Beute tot und wird dann Kopf voran runtergeschleppt. Ich würde sagen, das reicht zu den Varanen, zu unseren australischen Zwergvaranen. Und viel Spaß, bis bald im Zoo. Bis zum nächsten Mal.